Islamparteien sind am Vormarsch. Und wieder gab es eine Messerstecherei in Salzburg. Causa Schilling, Presserat verurteilt Standards. Die freientlaufenden Rinder sind im Waldviertel erschossen worden. Und wir blicken auch ins Ausland. Biden bezeichnet Trump als Trottel. Das und mehr sind meine Themen heute an diesem Freitag. Schön, dass ich Sie wieder begrüßen darf. Ja, der Presserat rückt den Standard in Bezug auf seine Berichterstattung zu Lena Schilling. Darin ging es um Vorwürfe aus Schillings privatem wie politischem Umfeld, wonach die damalige grüne EU-Spitzenkandidatin schwerwiegende Gerüchte und auch Unwahrheiten verbreitet hat. Mit einer groß angelegten Kampagne war der Standard gegen die EU-Spitzenkandidatin der Grünen, Lena Schilling, ins Feld gezogen. Der österreichische Presserat hat nun die Berichterstattung des rosaroten Blattes klar verurteilt. Nach Ansicht des Senats 1 des österreichischen Presserats verstößt nämlich zumindest ein Artikel der umfangreichen Serie gegen Lena Schilling gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse. Im Beitrag wurde berichtet, dass die EU-Spitzenkandidatin der Grünen Lena Schilling über mehrere Personen in ihrem Freundeskreis wie auch im politischen Umfeld schwerwiegende Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet haben soll. Im Artikel werden zahlreiche anonymisierte Zitate gebracht, die in der Gesamtheit ein negatives Bild von Schilling zeichnen. Mehrere Leserinnen und Leser wandten sich an den Presserat und kritisierten den vorliegenden Artikel als medienethisch bedenklich, teilte das Gremium via Aussendung mit. Dabei wurde unter anderem vorgebracht, dass die im Artikel veröffentlichten Informationen für die Öffentlichkeit nicht relevant seien und die Zitate allesamt von anonymen Personen stammen würden. Der Presserat folgte dieser Beobachtung. Man erachtet es grundsätzlich als zulässig, dass über fragwürdige, schwerwiegende Behauptungen, die die Spitzenkandidatin einer wahlwerbenden Partei über Mitstreiterinnen und Mitstreiter bzw. Journalisten verbreitet oder aufstellt, berichtet wird, wie es in der am Freitag veröffentlichten Entscheidung heißt. Es sei aus medienethischer Perspektive möglich, die charakterliche Eignung einer Spitzenkandidatin für die Politik in Frage zu stellen und die Öffentlichkeit über begründete Zweifel daran zu informieren. Allerdings sieht das Gremium einen Verstoß gegen das Gebot einer gewissenhaften und korrekten Wiedergabe von Nachrichten. Im Kern werden die vielfach als Beleg angeführten anonymisierten Zitate kritisiert. Bei der Leserschaft sei der Eindruck entstanden, die Politikerin habe einen mangelhaften Charakter und leide möglicherweise sogar an psychischen Problemen, was als Vorwurf seitens eines Mediums ungewöhnlich sei und unverhältnismäßig schwerwiege. Es wäre geboten gewesen, auf jene anonymisierten Zitate zu verzichten, die lediglich Werturteile zur Person Lena Schilling enthalten und in denen kein Kontext zu konkreten Ereignissen hergestellt wird, so der Presserat. Denn es scheine naheliegend, dass Informanten aus Schillings Umfeld bei den Grünen, aus dem linken politischen Spektrum oder der Klimabewegung eigene Interessen verfolgen könnten und deren Sichtweise somit etwa aus Konkurrenzgründen oder von persönlichen Zerwürfnissen geprägt seien. Der Standard verteidige in einer in der Entscheidung veröffentlichten Stellungnahme seine Berichterstattung. Die erhobenen Vorwürfe hätten politische Relevanz. Keiner der im Artikel erwähnten sei zudem bestritten worden. Die Anonymisierung der Zitate begründete das Medium damit, dass Informantinnen und Informanten andernfalls negative Konsequenzen zu befürchten gehabt hätten. Die Chefredaktion betonte, dass man die Vorhaltungen nicht nur akribisch gegengecheckt, sondern auch einer umfassenden rechtlichen Überprüfung unterzogen habe. Man sei in der Lage, vor Gericht in jedem einzelnen Punkt den Wahrheitsbeweis anzutreten. In heiklen Fällen seien mehrere eidesstattliche Erklärungen eingeholt worden. In Österreich hat sich erstmals eine Islampartei gegründet, die in den Nationalrat einziehen will. Sie heißt IPÖ und hat ihren Sitz in Wien. Ja, Islamparteien sind in ganz Europa auf dem Vormarsch. Der Islamwissenschaftler Adnan Aslan sieht darin eine Gefahr für die Demokratie. In Wiener Neustadt wurde eine islamische Partei gegründet, die bei der Nationalratswahl antreten will. Diese ist nach Ansicht des Islamwissenschaftlers Adnan Aslan zwar nicht ernst zu nehmen, doch die Entstehung von islamischen Parteien in ganz Europa bezeichnet er in der Krone als Bedrohung für die Demokratie und die europäischen Werte. Dass der Islam als Religion bei diesen Bewegungen als Parteiprogramm und Mobilisierungsfaktor gilt, sieht Aslan als Alarmzeichen. Die politischen Parteien, die islamistische Ziele verfolgen, arbeiten nicht mit dem Titel Islam. Die sind die Naiven eigentlich.
Die arbeiten mehr unter dem Deckmantel Demokratie, Menschenrechte, Freiheit, Selbstbestimmung etc. Aber in der Zielsetzung sehen wir keinen Unterschied zwischen einer islamistischen Organisation in Österreich, einer islamistischen Organisation in Ägypten oder in der Türkei. Die sind sehr gut vernetzt, arbeiten auch zusammen. Eigentliche Gefahr sehe ich vielmehr darin, dass solche Islamisten ihre Ausbildung eigentlich in den etablierten Parteien machen oder ihre Lehre, wie sie das auch wahrnehmen. Wir haben hier Personen in der SPÖ, in den Grünen gehabt, die haben mehr als 40.000 Vorzugsstimmen bekommen. Diese Entwicklung ist spannend, dass Islam solche Massen mobilisieren kann. Daher sollten wir die Tätigkeiten, Handlungen, Aktivitäten der Islamistinnen nicht in solche Parteien, naiven Parteien wie Islamische Partei Österreich suchen, vielmehr in den etablierten Parteien. So eine Partei, die sich da gegründet hat, ist das dann automatisch eine radikale Partei oder kann man das moderat bezeichnen? Wie ist da Ihre Sicht der Dinge? Inhalte dieser Partei kenne ich nicht, aber wenn sie eine Religion für politische Zwecke einfach instrumentalisieren, dann haben sie politische Ziele. Ideale Vorstellung einer islamischen Partei endet bei der Gründung eines islamischen Staates. Es geht auch nicht anders. Das heißt, eine islamistische politische Partei will für die Verwirklichung ihrer Vorstellungen eine islamische Gesellschaft, scharia-orientierte Gesellschaft. Diese Gesellschaft kann man nur gründen, wenn man in dieser Gesellschaft politisch herrscht. Westenfeindlichkeit ist Hauptsäule des politischen Islam. Politischer Islam funktioniert ohne Westenfeindlichkeit nicht. Die heimische Politik jedoch erkenne die Gefahren des politischen Islams nicht. Es gelinge immer wieder, Rechtsparteien zu bekämpfen, faschistische Formen des Islam werden jedoch nicht wahrgenommen. Die Bevölkerung sei aufgrund persönlicher Erlebnisse, beispielsweise in der Straßenbahn oder in bestimmten Stadtteilen, alarmiert. Die kleinen Menschen in unserer Gesellschaft nehmen diese Gefahr wahr, weil sie einfach daneben leben. Aber diese Wahrnehmung werten wir ab. Du bist Rassist, du bist islamophob. Die Leute verlieren ihren Mund, darüber zu sprechen. Alte Menschen, junge Menschen, Frauen, Männer, die leiden darunter. Ich nehme das ernst. Nicht Rassismen, das sind ihre alltägliche Wahrnehmungen, die wir ernst nehmen sollten, darüber auch offen sprechen. Sonst funktioniert das, egal über große Maßnahmen, wir im Parlament reden, wirken nicht, wenn wir die Erfahrung dieser Menschen nicht wahrnehmen. Das sind Wahrnehmungen, das sind Realitäten, das sind Fakten. Die wirken, darunter die Menschen auch leiden. Ja, und in Salzburg ist wieder ein Mann niedergestochen worden. Diesmal wurde der Tatverdächtige, ein Kroate, festgenommen. Es sind nur wenige Tage vergangen, dass ein Syrer im Mirabellgarten in der Stadt Salzburg niedergestochen wurde. Der Tatverdächtige wurde noch nicht gefunden. Nun gab es wieder eine Messerstecherei. Ein 44-jähriger Kroate soll laut Zeugenaussagen mit einem Messer auf einen 40 Jahre alten Salzburger losgegangen sein. Der Mann sei am Rücken verletzt worden. Er ist ins Krankenhaus gebracht worden und außer Lebensgefahr, heißt es von seitens der Einsatzkräfte. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen. Er soll sich heftig gewehrt und die Beamten bedroht haben. Eine Tatwaffe sei bisher nicht gefunden worden. Die Ermittlungen laufen. Und wir kennen es, glaube ich, alle, die Preise, die steigen, auch die Bierpreise. Eine Maß zum Beispiel soll auf der Wiesn bereits 15 Euro kosten. 3, 2, 1. Ozapft is. Ja, dieser Ausruf gilt wohl heuer ganz besonders für die Geldbörse der Besucher des Oktoberfests in München. Denn der Bierpreis für ein Maß übersteigt dieses Jahr erstmals den Preis von 15 Euro. Wie die Münchner Zeitung Merkur schreibt, werden mehrere Zelte diese Marke überschreiten. Bei Paulana, Hacker im Schützenfestzelt und bei Bräurosel soll man demnach heuer mindestens 15 Euro berappen. Im Schottenhammel soll man dagegen knapp über dem neuen Höchstpreis bleiben. Hier soll die Maß 14,95 Euro kosten.
Die Bierpreisbekanntgabe erfolgt durch die Stadt München, erklärte Wiesenchef Clemens Baumgärtner von der CSU dazu. Diese werde sich laut Anfrage der deutschen Presseagentur erst Mitte nächste Woche dazu äußern. Die Getränkepreise werden generell von den Zeltbetreibern festgelegt. Diese werden bei der Stadt eingereicht und überprüft, ob die Vorstellungen angemessen sind. Das betrifft auch nicht-alkoholische Getränke, die auch nicht gerade günstig sind. Vergangenes Jahr mussten Wiesnbesucher in vielen Zelten 10 Euro für Mineralwasser zahlen. Dafür gab es 2023 erstmals kostenlose Trinkwasserbrunnen. Heuer soll deren Anzahl sogar verdoppelt werden. Die Preissteigerungen werden von den Wirten mit höheren Löhnen und höheren Aufbaukosten begründet. Wir sind so weit wie möglich mit dem Preis runtergegangen. Eigentlich hätten wir einen noch höheren gebraucht, erklärte ein Zeltbetreiber. Die Besucher lassen sich von den geschmolzenen Preisen offenbar nicht abschrecken. Vergangenes Jahr war das Oktoberfest mit 7,2 Millionen das erfolgreichste aller Zeiten. Die Bierpreise am Oktoberfest werden jährlich heftig diskutiert. Wie die Münchner Zeitung TZ schreibt, sei dieser jedoch angesichts des Aufwands gar nicht so teuer. Der Gerstensaft werde eigens für die Veranstaltung gebraut. Im Vorjahr sei die Preissteigerung mit durchschnittlich 6,1% gleichauf mit der allgemeinen Inflation in Deutschland geblieben. Zudem würde der Besucher mehr Alkohol für sein Geld auf der Wiesn bekommen. Alkoholgehalt liege bei etwa 6% und sei damit stärker als normales Bier. Ja, und im Waldviertel sind Rinder ausgebüxt. Wir haben darüber berichtet und auch die Einfangsversuche, die sind einfach völlig gescheitert. Doch nun ist etwas passiert. Die Kühe sind erschossen worden. Hier die unfassbare Geschichte. Die freilaufende Rinderherde wurde das erste Mal am 2. Juni von Zeugen gesehen. Am 10. Juni wurden die Behörden informiert. Seitdem hat es fast täglich Einfangversuche gegeben. Erfolglos. Feuerwehrdrohnen, freiwillige Helfer, Polizei und der Tierarzt waren im Einsatz. Von alleine zurückgekehrt sind zwei Rinder. Eine Umzäunung der angrenzenden Wälder wurde nicht umgesetzt. Die Krone hat bis zuletzt über die Jagd berichtet. Dann der Höhepunkt. Am 27. Juni wurde die Einfangaktion beendet. Letztendlich hat der Besitzer um einen Abschuss der Tiere gebeten. Die verbleibenden Rinder wurden abgeschossen. Doch was könnte den Bauern zum Abschuss bewogen haben? Die Antwort: rechtliche Bedenken. Andrea Wagner von der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer hat erklärt, Tierhalter haften für ihre entlaufenen Tiere auch außerhalb ihres Grundstücks. Im Gasteinertal wurde zuletzt eine Mutter von Kühen zu Tode getrampelt. Bezirkshauptfrau Manuela Herzog hat erklärt, dass Betäubungsversuche wegen der Scheu der Tiere fehlschlugen. Jäger haben die Tiere schließlich unter Aufsicht des Amtstierarztes erschossen. Die Rinder wurden schnell zum Fleischhauer gebracht und weiterverarbeitet. Und in Vorarlberg ist ein betrunkener Mann mit seinem Jaguar in ein Kaufhaus gefahren. Der Mann, der wurde angezeigt, einen Führerschein hat er auch nicht mehr. Am frühen Donnerstagabend ist in St. Gallen nahe Vorarlberg ein Unfall passiert. Ein 62-jähriger Mann hat in Schwarzenach bei Will die Kontrolle über seinen Jaguar SUV verloren. Er ist mit seinem Wagen rückwärts in die Auslage einer österreichischen Möbelhauskette gefahren. Dabei ist ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro entstanden. Der Unfall ist gegen 17.55 Uhr passiert, als der Fahrer beim Ausparken mehrere ausgestellte Möbelstücke überfahren und in das Schaufenster gefahren ist. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest hat einen Wert von 1,54 Promille ergeben. Der Führerschein des Mannes ist eingezogen worden. Zudem wird er angezeigt. Ja, vor der US-Präsidentschaftswahl haben sich Joe Biden und Donald Trump bereits einen hitzigen Schlagabtausch geliefert. Thematisch ging es unter anderem um den Zustand der Wirtschaft, Abtreibungen, die Kriege in Gaza und der Ukraine. Ja, und Joe Biden bezeichnete Donald Trump sogar als Trottel. Ab der ersten Sendesekunde war klar. In der CNN-Arena wird in den folgenden 2 Stunden die Luft brennen. Gleich beim ersten Thema Inflation warf Donald Trump seinem Konkurrenten wirtschaftliches Versagen vor. Die US-Wirtschaft steht eigentlich nicht schlechter.
Die Inflationsrate ist deutlich zurückgegangen. Auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gut. Trotz der rasanten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise ist eine Rezession ausgeblieben. Doch bei den Menschen in den USA scheint das nicht anzukommen. Viele Bürger sind über die weiterhin hohen Preise im Supermarkt oder die hohen Kosten für Kredite frustriert. Biden hat Trump bei der Fernsehdebatte mehrfach als Lügner bezeichnet. Er übertreibt, er lügt, hat der amtierende Präsident mit Blick auf Trumps Aussagen zur Lage an der Grenze gesagt. Der Demokrat hat Trump außerdem als Verlierer und Trottel bezeichnet. And he told me, he said, I don't want to go in there because they're a bunch of losers and suckers. My son was not a loser, was not a sucker. You're the sucker. You're the loser. Zudem hat Joe Biden angemerkt, dass sein Amtsvorgänger ihm ein Trümmerfeld hinterlassen habe, das er erstmal habe aufräumen müssen. Der Ton für den Abend war also gleichgesetzt, auch wenn man angesichts der neuen Regeln weniger direkte Konfrontation hätte erwarten können. Beispielsweise wurde stets das Mikrofon jenes Kandidaten, der nicht an der Reihe war, stummgeschaltet. Es ist das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Präsidentschaftsbewerber seit Oktober 2020. Trump hatte den besseren Start. Biden hat anfangs nicht sehr agil gewirkt. Er hat heiser geklungen und er ist ins Stocken geraten. Im Verlauf der Debatte hat er sich aber wieder eingefangen. Ja, und zum Schluss schauen wir jetzt noch zum Wetter. Heute Abend zum Beispiel können doch noch kräftige Regenschauer vorkommen und Gewitter, von den Temperaturen her zwar sehr gut, aber es ist auch sehr, sehr schwül. In der Nacht werden sie dann immer weniger und die auch Nachthälfte, die zweite, die ist dann meist trocken und dann sehr klar. Ja, und ab morgen Badewetter und wieder Hitze ist angesagt, bis zu 34 Grad, auch am Sonntag um die 35 Grad Tageshöchstwerte. Aber Sie sehen dann selbst am Montag, da schaut es nicht mehr so freundlich aus, da gehen auch die Temperaturen schon bergab, mehr um die 22 Grad. Auch der Regen ist wieder mit dabei und auch Gewitter sind tatsächlich wieder möglich. Dann ab Dienstag wieder geht es etwas bergauf, aber ansonsten ist es ein Mix zwischen Sonne und Wolken. Ja, und das waren wieder die Kronen-News. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder.